Heute hat sich meine Katze einfach hier eingeschlichen. Mal sehen, wie lange das gut geht, aber du musst dann schon wieder runtergehen, du süße Maus. Heimlich hier reingegangen und ich habe das überhaupt nicht mitgekriegt. Und jetzt, wo ich das Video eingeschaltet habe, dann geht's los mit Miau, Miau. Ja, meine lieben Smarana, schön, dass ihr hier seid. Es geht um diese schwierige Sache mit den Energievampiren, wie man damit umgeht. Und ich werde dir erzählen, wie du da in deinem Leben gut durchkommst und was du machen kannst, wie du dich verhalten kannst, wenn Energievampire da sind und wie du sie auch entdeckst. Weil manchmal ist man sich gar nicht bewusst, dass einer da ist und kann sich dann auch nicht so gut schützen. Ne? Du kleine Maus hier. Ja, also. Hast du es auch schon mit Energievampiren zu tun gehabt? Das ist ein ganz blödes Gefühl, das kann ich dir sagen. Ich möchte es mal heute in diesem Video beschreiben, wie das ist. Und ich möchte dir auch mitteilen, was du dagegen tun kannst. Und wir werden am Ende von diesem Video eine Übung machen in der Meditation, wie du dich perfekt schützen kannst gegen Energievampire. Smarana und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nerianna Kardinal. Ich bin CEO von der Smarana-Gruppe und wir sind in Deutschland, Österreich und in der Schweiz über unsere Partner vertreten. Bei uns findest du eines der größten Online-Portale für Webinare, für Weiterbildungen in der Bewusstseinserweiterung und im spirituellen Bereich. Du findest mich auch auf Telegram und das Smarana und kannst dort wundervolle Tagesenergien jeden Tag ablesen und dich von Liebe und Licht bestrahlen lassen. Ihr Lieben, Energievampire gibt es eigentlich überall. Du kannst sie überall treffen. Sie sind manchmal sogar in der eigenen Familie und sie sind manchmal unter den Freunden, die du hast, auf der Arbeit, in der Schule. Also eigentlich überall kannst du auf so einen Menschen treffen. Ja, wie erkennst du jetzt, dass dir ein Energievampir gegenübersteht? Du erkennst es daran, dass dir vielleicht unwohl ist, dass du dich nicht gut fühlst und vielleicht sogar Kopfschmerzen bekommst oder vielleicht dann nachts nach diesem Gespräch nicht mehr schlafen kannst. Das gibt es auch. Also einfach ein körperliches Unwohlsein bis hin zum Brechreiz. Das bedeutet, ein Energievampir steht dir gegenüber. Und dann machst du diese Übung, die ich dir nachher erklären werde, und hast dann Ruhe vor diesen Menschen. Also, du erkennst es eigentlich an deiner körpereigenen Reaktion. Sobald du dich unwohl fühlst, ist Vorsicht geboten. Energievampire sind ja so, dass sie gerne die ganze Aufmerksamkeit auf sich beziehen und du keine Chance mehr hast, irgendwas zu sagen. Also es ist so, dass ein Energievampir sehr oft ständig redet. Der hört nicht auf zu sprechen und von einem Thema zum anderen Thema und dich interessiert das alles gar nicht, weil es ist etwas, was nur den Energievampir zufriedenstellt, weil er dir von seinen Dingen erzählt. Das ist also ein Zeichen, sobald du einem Menschen begegnest, der immer, immer, immer redet. Vorsichtig sein, das könnte ein Energievampir sein. Und es ist auch so, mit diesem Reden ziehen sie die ganze Aufmerksamkeit auf sich. Ja, also du bist danach. Oder während dessen Gespräch bist du ganz unwichtig, weil auch alle anderen, wenn ihr zum Beispiel mehrere seid, diesen Menschen zuhören und er nicht mehr aufhört zu reden. Ein anderes Merkmal ist auch, dass Energievampire immer versuchen, alles besser zu können als du, immer alles besser wissen, dich in so eine komische Lage bringen. Und so übrigens beginnt auch Mobbing. Ja, also das sind so die feinen Beginne von Mobbing und da solltest du auch unbedingt die Methode anwenden, die wir gleich am Schluss üben werden. Denn dann gerätst du nicht in diese Situation, wo du gemobbt wirst, weil der Energievampir dann einfach gar keine Chance mehr hat. Das ist ganz wichtig zu wissen. Ich hatte mal eine Situation, die möchte ich dir gerne erzählen. Eigentlich schäme ich mich ein bisschen, weil das war schon sehr
ja, unangenehm und sehr komisch. Aber ich erzähle es euch, damit ihr einfach versteht, dass mir das auch mal so gegangen ist, und zwar ganz krass. Und zwar war das ganz am Anfang, wo ich erst begann, Seminare zu geben. Und dort waren wir, das waren das erste Mal tatsächlich ungefähr 20 Leute da. Und ich habe also mein Seminar gegeben, alles war gut, alles war schön. Ich war natürlich aufgeregt, ganz normal. Aber dann ist mittendrin eine Frau aus den Teilnehmern aufgestanden und hat begonnen, etwas ganz laut so einen Dialog zu führen. Etwas zu sagen, was sie in dem Moment für wichtig empfand und was sie zu Hause vielleicht sogar vorbereitet hatte oder was sie immer tat, das weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall hat sie sich mitten in den Raum gestellt und da praktisch das Seminar von mir übernommen. So übergriffig war das. Ich war total geschockt. Ich war in dem Moment nicht fähig, irgendwas zu sagen, weil die ganze Aufmerksamkeit ging auf diese Person. Und dann hat sie sich wieder gesetzt. Sie hat also so einen kleinen Vortrag gehalten, ohne mich vorher zu fragen. Das macht man, wenn man sowas möchte. Aber man darf es sowieso nicht machen. Wenn man bei einem Seminar ist, ist man ja da, um was zu lernen von der Person, die jetzt das Seminar gibt. Und ich bin dann in der Pause zu ihr und habe gesagt, sie soll gehen. Sie ist nicht erwünscht auf meinem Seminar, weil sie sich so verhalten hat, und habe sie weggeschickt. Und dann habe ich wieder meine Energie für mich gehabt. Also es war ein ganz extremes, krasses Beispiel. Und ich schäme mich schon ein bisschen, weil mir das passiert ist. Also das geht überhaupt nicht, so ein Verhalten. Und dann habe ich eben versucht, eine Technik herauszufinden, wie man sich gegen sowas schützen kann. Wenn ich jetzt Seminare gebe, da ist der Raum komplett energetisch vorbereitet, der ist gereinigt und klar, und da ist die Energie der Engel in diesem Raum, und da passiert sowas sowieso nicht mehr, weil ich ja auch jetzt eine ganz andere Ausstrahlung habe. Aber damals war so ein bisschen Unsicherheit. Nur das erste Mal, wenn man sowas macht, ist man ja unsicher. Und das heißt jetzt für dich, wenn du überlegst, wenn du auch nicht ganz so sicher bist in dem, was du tust, und ein Energie Vampir ist bei dir, der reißt sofort die ganze Energie an sich, die ganze Aufmerksamkeit an sich. Und du bist danach total fertig, total müde. Du kannst vielleicht sogar nicht schlafen. Das Kopfschmerzen, das körperliche Schmerzen. Du spürst als Empath, und das sind wir ja alle, oder die meisten von uns sind ja hochsensibel. Und wenn du so ein Mensch bist, dann spürst du, in der ersten Stufe der Empathie kannst du dir genau vorstellen, was er erzählt und wie es ihm geht. Diese Bilder bekommst du sofort. Und in der zweiten Stufe spürst du die körperlichen Schmerzen sogar. Und das kann natürlich auch sehr unangenehm sein. Auf jeden Fall weißt du, wenn du so körperliche Schmerzen spürst, dass du eine tolle Fähigkeit hast, natürlich auch. Aber wie du dich schützen kannst, das werde ich dir jetzt gleich im Anschluss erklären. Und es ist also wichtig, wirklich aus den Situationen rauszugehen, wo ein Energievampir dir gegenübersteht, denn sonst bist du hoffnungslos verloren. Er saugt dir deine ganze Energie ab. Das gibt es auch am Telefon, ja. Also es kommt manchmal vor, dass, oder ich habe das schon ab und zu auch mal erlebt, dass mich Menschen anrufen und irgendwas erzählen, nicht aufhören und so intensiv sprechen, dass wenn ich nicht geübt wäre, würde genau spüren, wo die überall andocken wollen. Ich beende das Gespräch dann einfach und gehe raus aus dieser Situation. Also sowas ist sehr, sehr gefährlich, und man sollte wirklich, ja, man sollte schauen, dass man da rausgeht, dass einem das nicht mehr passiert. Aber selbst bei mir rufen manchmal solche Menschen an. Und ich bin ja jetzt schon geübt. Ich beende einfach das Gespräch ganz höflich. Ja, ihr Lieben, und so gibt es verschiedene
Energievampire, die haben verschiedene Techniken. Manche wollen nur die Aufmerksamkeit. Manche wollen absolut besser sein als du. Die sind Perfektionisten und die haben immer was zu sagen, können immer alles besser. Da ist es auch gefährlich, denn das könnte ein Energievampir sein. Dann gibt es noch die sogenannten Schnorrer, die immer von dir was möchten. Die sagen, ach, kannst du mir helfen? Ich brauche dies oder das. Ja, und wenn du kannst erkennen, ob das jetzt ein Energievampir ist, indem du ihm selbst mal fragst, kannst du mir helfen, kannst du mir mal dies oder das machen? Und meistens lehnen diese Menschen ab. Also daran erkennst du, wenn ein Mensch bei dir ist, der ständig deine Hilfe braucht und die du ihm natürlich gibst, weil du ja verständnisvoll bist und gerne helfen möchtest. Wenn du aber dann selbst mal was brauchst und gar nichts von ihm bekommst, dann ist das ein Zeichen, dass es tatsächlich ein Energievampir ist. Und dann solltest du diesen Kontakt meiden, weil der entzieht dir nur Energie und du musst ja nicht jedem Menschen helfen und besonders jetzt keinen Vampiren, das ist ja ganz klar. Also geh dann auch einfach nicht mehr zu ihm, breche diesen Kontakt ab. Und andere Energievampire sprechen zum Beispiel immer davon, wie schlecht es ihnen geht. Sie sind so sehr in dieser Opferrolle drinnen und klagen ihr Leid. Immer wenn du diese Menschen triffst, klagen die über etwas und sind also da dabei, über dieses Klagen Energie von dir zu holen. Auch solche Menschen solltest du meiden. Weil das tut einem nicht gut, man ist ja danach vollkommen fertig. Und wenn du jetzt ein paar solche Situationen hattest oder vielleicht sogar noch andere Situationen, darfst du mir die gerne unten in den Chat hineinschreiben. Und jetzt lade ich dich ein, ich werde dir beibringen, wie man sich gegen Energievampire gut schützen kann. Dazu sprühe ich mich jetzt erstmal ein und zwar... Ich habe gerade die Kundalini so lieb, mit der Kundalini und mit der 909. Und mit der Fülle. So, ich wünsche dir ganz viel Freude bei dieser kleinen Übung, die wir jetzt zusammen machen. Und du wirst sehen, sie wirkt, also bei mir hat sie immer komplett gut gewirkt. Fühle dich herzlich willkommen, lieber Lichtarbeiter, lieber Mensch. Ich lade dich ein zu einer meditativen Übung, in welcher du lernst, dich sehr gut gegen Vampire zu schützen. Und um zu beginnen, bitte ich dich, deine Augen zu schließen und drei tiefe Atemzüge zu nehmen. Spüre, wie du dich mit jedem Atemzug immer mehr entspannst. Und spüre auch, wie dein Körper ganz weich wird, wie sich die Energie um dich herum ändert. Und lege nun den Fokus darauf, Licht und Liebe einzuatmen. Beginne dich mit Licht und Liebe auszudehnen und nimm die Energie wahr. Nimm das Licht und die Liebe wahr,
welche dich jetzt umgeben. Nun gehe in deinen Herzensraum, spüre deine innere Kraft, spüre deine Liebe, deine Ruhe. Und nun stelle dir vor, dass dir ein Mensch gegenübersteht. Und dann stelle dir vor, wie du deine inneren Hände nach vorne ausstreckst und Stopp sagst mit deiner inneren Stimme. Stopp, 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 stopp. Stopp, 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 stopp. Bewege die Hände, stopp, stopp nach oben, von oben nach unten und sage stopp, 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 stopp. Nimm nun beide Hände von hinten nach vorne und sage ein großes Stopp, stopp. Du wirst sehen, dass mit diesem Stopp sofort Ruhe in deinem Energiefeld ist. Und du wirst sehen, dass sich die negative Energie dir gegenüber einfach auflöst. Und so komme wieder in das Hier und Jetzt zurück, öffne deine Augen und wiederhole jetzt die Übung einmal mit deinen physischen Händen und sage dieses große Stopp, Stopp. Und das wiederholst du jetzt mit geschlossenen Augen, mit deinen inneren Händen. Und sprichst auch mit der inneren Stimme Stopp aus. Das ist deine Übung, das ist dein Schutz. Wenn du dieses getan hast, dieses Stopp, verabschiedest du dich von dem Menschen, der dir gegenübersteht, findest irgendeinen Grund, warum du jetzt gehen musst, und gehst raus. Das solltest du tun, dann kommst du sehr gut durch. Ihr Lieben, teilt mir eure Erfahrungen mit, was ihr mit dieser Technik, wie es euch damit geht, und schreibt sie unten rein in die Beschreibungen. Und bitte liked dieses Video, liked es, bitte alle, damit ganz viele Menschen davon erfahren können, wie sie sich schützen können gegen diese Energievampire. Das ist sehr wichtig, dass das viele Menschen wissen und so wir uns wohler fühlen, in unserer Kraft bleiben können. Denn wir brauchen ja kräftige Lichtarbeiter, damit wir das Licht auf der Erde vergrößern können. Ihr Lieben, es war wundervoll mit euch. Und wer Lust hat, sich ausbilden zu lassen, Medium der neuen Zeit oder auch Astraltherapeut, schaut auch unten in die Beschreibung, denn dort sind die Links dafür. Ich umarme euch und ein Küsschen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.